zuletzt bei Avatar Quest for Balance. Azula hat sich mit dem Kopf des Dai Li Longfeng getroffen, um einen Putsch gegen Ba Sing Se zu starten. Dies hat Katara versucht zu verhindern, wurde dabei allerdings gefangen genommen und Aang hat sich gemeinsam mit Onkel Iroh zusammengetan, um die gefangene Katara und den ebenfalls gefangenen Prinz Zuko wieder zu befreien. Ein erstes Aufeinandertreffen dieser beiden Rivalen. Nun unten in den Katakomben konnte Aang Katara bereits befreien, nun müssen sie aber noch irgendwie aus dem bereits gefallenen Ba Sing Se entkommen, denn diese Stadt ist nun in der Hand von Azula und Longfeng. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Avatar Quest for Balance. Und wir schließen heute vermutlich Buch 2 ab. Und wir sind gerade mitten im fatalen Niedergang von Ba Sing Se. Und sind in den Kristallkatakomben unter der Stadt, wo Katara und Zuko von Prinzessin Azula und vom Dai Li-Vorstand Longfeng gefangen genommen. Es erfordert den gekonnten Einsatz von Luftbändigen, Wasserbändigen und Erdbändigen, um jede Fackel zum Altar zu bringen. Oh nein. Schon wieder diese Fackelrätsel, die gehen mir voll auf die Nüsse. Okay, also, da kann ich mir eine Fackel rausnehmen. Und da muss die hin, aber das dürfte eigentlich kein Problem sein. Also, ich glaube, dass ich eigentlich hier an dem ganz chillig vorbeidüsen kann. Ja, also das war jetzt noch recht entspannt. Also ich weiß nicht, warum da diese beiden rotierenden, Steine da waren, ne? Also ich weiß nicht, ob die irgendwas Spezielles hätten machen sollen. Aber also, ne, man konnte da jetzt einfach sehr entspannt dran vorbeilaufen. So, wir machen mal weiter. Ich mache mal die ganzen Steine hier kaputt. Wer weiß wofür? Und dann schauen wir mal. Also bisher sieht das noch alles recht gut machbar aus. Würde ich mal behaupten. Alles klar, also da kriegen wir die Fackel und das Ziel ist dort oben. Okay, also ich schätze, um hochzukommen. Aha, reicht das nicht. Okay. Ah, ich verstehe. Ja. Moment. Pass auf, jetzt sieht mit dem mal so schnell und so weit rüber, wie es aktuell möglich ist. Komm schon, Aang. Du schaffst also das Erdbändigen hier krasser. Nee, auch nicht wirklich, ne? Aber jetzt, genau, jetzt locken wir den nämlich mal da drin. Ich weiß auch gar nicht, wofür das da ist. Okay, damit würde man jetzt ganz nach oben kommen. So, aber Katara ist auf jeden Fall die Person, die die Fackeln nehmen muss. So, und von hier, oh, als ob ich das nicht hochkomme. Wartet mal. Wenn ich jetzt hier hochgehe und dann darüber laufe, ja, das passt. Und dann kann er jetzt sie nach oben befördern, ne? Okay, damit müsste sie schon mal oben sein. So, und dann muss er jetzt quasi, also Aang, hier Feierabend machen. So sieht's aus. Und sie kann. Oh, das war. Oder. Und sie kann jetzt dann hier hoffentlich weiter. Aber wie kriege ich die denn jetzt da hoch? Was wird das? Warte mal, neuer Versuch. Zack, da drauf. Jetzt wieder hier hoch. Ah! Jetzt geht's in die andere Richtung. Ja, ich glaube, das ist entspannter. Okay, sehr schön. So, und jetzt muss Aang hier einmal Feierabend machen. So, und ich muss es mit ihr einfach nur im passenden Rhythmus hier durch. Und die nächste Fackel brennt. Okay, das ist bisher gut machbar, die Fackeln ans Ziel zu bringen. Und das liegt vor allem auch daran, dass wir nur zu zweit sind, ne? Sobald man immer auch mit drei Charakteren irgendwas machen muss, wird es halt immer wirklich sehr schnell sehr, sehr unangenehm. Weil man so viel hin und her trainen muss. Oder halt hin und her wechseln muss, die ganzen Charaktere. Das ist ganz, ganz, ganz komisch. So, aber dann wird das hier schon mal geschafft. So, und hier, was bist du? Ach nee, warte mal, stopp. Ich habe das Gefühl,
dass ich mit dir... Oh, nee, Moment, wir machen das anders. Ich habe noch eine Idee. Kann ich da nicht hoch? Oh, Sauerei. Okay, wir jeten den Kollegen mal... Ich versuche mal, den rüberzubringen, ja. Und mit dem blocken wir ziemlich den ersten Strahl. Genau. Damit blocken wir den zweiten. Und jetzt könnte ich, glaube ich, die Fackel... Nee, noch nicht rüberbringen. Weil ich die nicht hochbekomme. Jetzt scheitert das hier tatsächlich daran, dass ich, den Charakter da nicht nach oben befördert bekomme, oder was? Sehe ich das richtig? Oh, Bruder. Okay, das geht auf gar keinen Fall, warte mal. Wenn ich dich jetzt hier so mache... Und dann dich so und so mache. Doch, dann haben wir das hier in der Mitte. Und das reicht jetzt vielleicht, um hier hochzukommen. Ja. Aber hier ist die Challenge immer noch nicht vorbei. Dude. Also. Wirklich, wie? Das geht nicht, okay. Lol, ich kann sogar hier stehen. Wie hat sich das Spiel das vorgestellt? Moment mal. Dann machen wir es nochmal folgendermaßen. Dann bringen wir jetzt nochmal den Stein hier rüber. Und bringen erstmal quasi die Fackel hierher. So. Katara. Das ist dein Job. Du bist hier heute meine Fackelträgerin. Genau. Und wahrscheinlich muss ich es folgendermaßen machen. Dass ich dich jetzt abbaue. Dass ich dich abbaue. Den Stein wieder rüberrolle. Ja! So, genau. Und jetzt sie wahrscheinlich hier positioniere und dann nach oben befördere. So sieht's aus, Freunde. Und dann können wir ohne Hüpfen diese Fackel anmachen. Und auch hier öffnet sich das Tor. Wunderbar. Und wir kommen direkt zum nächsten Rätsel. Diese Challenge ist groß. So, hier ist Wasser. Alles klar. Und da schaffen wir eine Wand und damit kommen wir hier schon mal weiter. Alles klar. Dann wird die Fackel hier lang transportiert. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier die Kiste öffnen. So, dann würden wir mit der Fackel hier hochlaufen. So, jetzt ist hier ein Stein, ne? Aber den müssen wir, glaube ich, erst später runterwerfen. Wartet mal. Okay, warte mal. Also, okay, wir wären dann hier. Da kommen wir auch rüber. Den Stein macht Ahn kaputt. So, und dann würden wir hier mit der Fackel langlaufen, aber wir kommen hier nicht durch. Okay, ah, aber ich kann einfach hier rüberlaufen, glaube ich. Da muss ich auch mit Aang hin. Okay, wir müssen jetzt mit Aang mal kurz ein bisschen erdbändigen, aber auch das sieht definitiv nach einer machbaren Herausforderung aus. So, passt auf. Zack. Aber wenn ich dich hier erschaffe und dann hier gerade auslaufe, würde ich dann runterfallen oder komme ich da drüber? Ah, nee, man kommt da drüber. Okay, okay. So, wenn ich von hier oben dann... ich hiete den jetzt mal runter. So, wenn ich mit dem jetzt quasi gerade auslaufe, dann lande ich auch da drauf. Okay, also wir kriegen die Fackel jetzt auf jeden Fall hier rüber transportiert. Ach, Bruder. Es dauert sehr, sehr lange, weil Aang leider nicht sehr strong ist. So... Brücke it in, damit der Fels hier weiterkommt. So, und jetzt Gas geben. Auf geht's, Aang! Ja, und ich glaube, wir müssen einfach den auf diesen Schalter bringen, oder? Please! Ja. Okay. So, aber wie lauf... Ah, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. So, Friends. Dann schauen wir mal, ob ich die Fackel ans Ziel bekomme. Aber es müsste funktionieren. Ich glaube, wir haben uns alles so vorbereitet, dass es funktioniert. Wie gesagt, allein durch die Tatsache, dass wir nicht hüpfen können, gibt es eh nicht so viele Optionen. Es gibt halt diesen einen Weg. Den musst du dir aufbauen. Und dann läuft das Ganze hier. Och, nee. Warte mal. Ich habe hier übelst einen Mist gemacht. Kann ich, Moment mal, wenn ich dich jetzt hier blocke, kann ich mit Aang
diesen Wasserspender da vorne jetzt noch blocken. Geht das? Ist das möglich? Nee, ist es nicht mal. What? Wait, what? Okay, Freunde. Andere Idee. Katara hat sich wieder hier runter teleportiert. Hardcore nervig. Dann müssen wir was anderes ausprobieren. So, Aang hat sich auch wieder runter teleportiert. Also irgendwas funktioniert hier vorne und hinten nicht. Aber nicht so schlimm. Also ich glaube, wenn wir uns beeilen, gibt es hier noch eine zweite Möglichkeit, das zu schaffen. Aber das wirkt nicht so, als ob das die gewollte Lösung ist, ne? Aber ich meine, die gewollte Lösung kann uns ziemlich egal sein. Och nee! Warte, ich bin hier nicht safe? So, und dann hier vorlaufen. Doch, das muss gehen. Das geht. Es wird knapp. Aber es liegt im Bereich des Möglichen. Ich weiß nicht, was hier die gewollte Lösung ist. Also ich habe das Gefühl, dass ich diesen einen Wasserspender da vorne irgendwie deaktivieren kann. Aber ich weiß nicht wie. Also diese Hände ergeben irgendwie keinen Sinn für mich, die ich jetzt da erschaffen habe, ne, mit dem Knopf. Das ergibt für mich irgendwie so keinen Sinn. Diese Wände, die da jetzt sind. Ich meine, ich kann es hier chillen, das ist schön. Aber es wirklich was bringen, tut mir das jetzt nicht. So, ganz schnell rüber. Genau, wir sind safe. So, passt auf. Genau, zack. Und jetzt schnell hier hin. Jawollo. Beim Reinwerfen. Och, oh, das ist lame. Weil Katara den nicht schnell genug wirft. Are you serious? Okay, aber da muss ich mir jetzt wirklich was überlegen. Habe ich tatsächlich keine Ahnung, was ich tun muss. Und warum werde ich immer hier runter teleportiert? Ja, jetzt hat's funktioniert! Oh mein Gott, das ist 100% nicht die gewollte Lösung. Aber ich muss sagen, ich habe da jetzt keinen anderen Weg gesehen. Bin ich einfach mal so offen und ehrlich zu euch. Unsere Worte und Taten können anderen tiefgreifend beeinflussen, selbst wenn es scheint, dass wir keine Macht über sie haben. Ja. True. Mein Kaffee ist leer. Kacke. Aber wir kriegen ein paar Schuhfliesen, das ist schön. Und was hat mir jetzt dieser Challenge-Raum gebracht? Gar nichts. Normalerweise lernt man doch immer irgendwas, ne? Aber der war einfach absolut useless. In seiner kompletten Existenz irgendwie. Du hattest recht, schau, die Tür hat sich geöffnet. Hoffentlich ist das der Weg in den Palast. Los geht's. Mal sehen. Oh, und wir porten uns wieder. Woanders hin? Ah, nee, okay. Wir kämpfen jetzt gegen Zuko und Azula. Und uns wird auf gar keinen Fall erzählt, warum. Well, Prinz Zuko, what will you choose? Will you continue to listen to our foolish uncle, or rejoin the Fire Nation and regain your honor? I thought you changed. I have changed. Prinz und Prinzessin Zuko und Azula, damn. Die Story ist teilweise so zusammenhangslos, das ist so unglaublich. Aber du musst das Spiel kennen, um in irgendeiner Art und Weise, die Serie kennen, um in irgendeiner Art und Weise zu verstehen, was in diesem Spiel passiert. Das Storytelling in dem Game ist so grottenschlecht. Es ist eher so ein Best-of der Serie. Zumindest fühlt es sich so an. So, ich kann ihn nicht mal Damage machen, warum? Ah, jetzt, okay. Ja. Oh lol, er besteht einfach aus Eis. Freunde, er besteht aus Eis. Aber wir können nichts gegen ihn tun. So, ich mache mir mal so ein schönes Schild. Dann kann ich mich hier so ein bisschen heilen. Das finde ich ganz schön. So, jetzt macht er wieder den. Genau, und ich glaube, wenn er das macht, dann ist er auch verletzbar, oder? Let's go. Ja. Och nee. Jetzt habe ich ihm noch halbe Leben abgezogen. Och. Der Kampf gegen Zuko ist so lästig. Vor allem hat er sich einfach seit Anfang des Spiels kaum bis gar nicht geändert, ne?
I'll never trust you again. So, aufpassen. Ja, sehr schön, Katara. Mhm. Yeah. Oh nee, jetzt hat er noch Leben. Oh, es ist so random, wie viele Leben man dem abzieht, Mann. Ich kapiere das immer nicht. So, ich heile mich hier wieder schön in meinen Eiswänden. Also ich gebe... Entschuldigung. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Ja, so viel habt ihr jetzt auch nicht erlebt, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Du tust jetzt irgendwie so, als ob ihr so Best Friends Forever gewesen wärt, aber... Na, also du warst mit ihm gefangen. So, Putz! Feierabend! So, und jetzt kommt Prinzessin Azula hier einfach auch noch dazu, ne? Jetzt geht's hier komplett ab. Aber ich heile mich hier erstmal wieder. Interagieren. Okay, was passiert da jetzt? Wie interagiere ich jetzt damit? Ich kann sie wieder einfrieren. Okay, selbst der Kampf hat sich nicht verändert. Oh, sehr schön viel Damage. Bei ihr schaffe ich es vielleicht sogar mit 3 Attacken. Na, bei ihr schaffe ich es vielleicht sogar mit 3. So. Aufpassen. Erstmal wieder den Stein hier kaputt machen. Aber krass, jetzt check ich erst, warum man die auch einfrieren kann, ne? Das ist quasi eine Hommage an den Kampf zwischen Katara und Azula. Deswegen frieren wir die ein. Na, jetzt ergibt das Ganze hier auch Sinn. Okay, es müssen, glaube ich, 4 sein. Es müssen 4 Durchgänge sein, indem man sie besiegt. Weil das, wie gesagt, gerade waren ihre Leben zufälligerweise wieder. Bei der Hälfte der Leben konnte sie sich quasi wieder, konnten wir keinen Schaden mehr machen. So. Wir heilen uns schön in unseren Eiswänden. Ich feiere das. Und zack, das war's mit dir. Ich kapiere diese Hommage jetzt erst. Fiasko von Feuer und Blitz. Jawollo! So eine ikonische Szene. You've got to get out of here. I'll hold them off as long as I can. Und das ist einfach das Staffelfinale vom Buch 2 gewesen. Es ist so... Es ist so gut. Es ist wirklich richtig, richtig, richtig stark. Und das Ende von Kapitel 12, 4. Und wir kriegen jetzt sogar unsere erste Feuerbändiger-Schriftrolle. Und natürlich, Freunde, erhöhen wir erstmal den Feuerballschaden. Ganz klar. Einfach schön, Freunde. Mehr Damage. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Und wir sind im Buch 3 angekommen. Gauner und Fallen. Oh, da haben wir aber auch viel von Buch 3 jetzt schon übersprungen, ne? Was für eine coole Stadt. Schauen wir uns mal um. Ach, die Storysprünge sind so crazy. Es wird gar nichts erzählt. So, es wird komplett ignoriert, dass Aang eigentlich tot war. Das hätte es wieder erlebt. Warum sie auf einmal feuerbändiger Kleidung anhaben. Das Storytelling in dem Game ist so schlecht. Holy fucking shit. Holy shit. Oh, man. Okay, ist hier eine Schriftrolle? Jawollo. Da ist eine feuerbändiger Schriftrolle. Die nehmen wir uns sowas von safe mit. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Warte mal, kann ich da noch eine kaufen? Moment mal. Oder war die ausverkauft? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Hätte ich da noch eine kaufen können? Nee, okay, war ausverkauft. Alles gut. So. Dann schauen wir doch mal. Was ist hier möglich? Was passiert hier in der Stadt? Da ist eine riesige Statue von Feuerlord Azulon. Nee, Ozai, Entschuldigung. Oder war das Azul? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, aber das ist der Kohlhändler. Hey, dieser Kerl hat die arme Frau gerade betrogen. Ich finde, dem muss man mal jemand eine Lektion erteilen. Treffen wir auf der linken Seite des Schmiedeplatzes. Ich werde in Kürze dort sein. Dieser Betrüger kriegt es gleich dicke. Okay. Es tut mir leid, Bro. Ja, meine Kohlköpfe, Freunde. Da ist die Herausforderung, von der ich die ganze Zeit geredet habe. Es war so klar, dass es eine Herausforderung geben muss, wenn man jeden Kohlkopfstand kaputt macht. Ich vermute jetzt mal.
Na, dass das die Herausforderung dafür war, dass man den Kohlkopfhändler überall einmal vernichtet hat. Sorry, Bro, wirklich. Nimm's mir nicht übel. Das ist, du hast leider sehr viel Geld gebracht. So, und hier ist noch eine Kampfarena. Gerne, gerne, gerne. Oh, Sokka hat mittlerweile auch sein Schwert. Wird im Game auch einfach komplett ignoriert. Sokka hat jetzt einfach ein fettes Schwert. Get ready to defend yourselves. Ich weiß nicht, spielt der sich jetzt anders? Ist Sokka jetzt irgendwie krasser? Nee, okay. Ja, das ist zwar ein Schwert, aber... Wir können mal gucken, ne? Also ich werde jetzt mal ein bisschen mit Sokka kämpfen. Keine Ahnung, ob der in irgendeiner Art und Weise taugt. So, wir machen mal hier einen Angriffspush auf jeden, aber er hat ja doch gar keine Reichweite, ne? Er wird ja einfach komplett destroyed. Und es gibt ja doch keine Schriftrollen für ihn. Also es ist eigentlich so ein... Ja, wie soll ich sagen, ne? Oh, ich bin sogar K.O. gegangen. Halt dein Maul. Ja, komm, halt's Maul. Nie wieder Sokka. Sokka ist so ein schlechter Charakter zum Kämpfen. Oh mein Gott, ich komme nicht drauf klar. So. Wasser it in. Auf geht's, Freunde. Oh, jetzt machen wir mal ein bisschen Randale. Aua. Vor allem hat Sokka halt auch so wenig Leben, ne? Weil ich ihn halt auch nie geskillt habe. Dadurch geht halt auch noch schneller Game Over. Also, das ist... Yes. Also irgendwie Sokka hätten sie ein besseres Moveset geben müssen. Also es lohnt einfach gar nicht mit ihm zu spielen. Also kein bisschen. Der Angriffsboost für die Truppe ist vielleicht ganz nett. Aber ja, auch das ist einfach nicht notwendig, ne? Wenn du einfach diese heftigen Bändiger-Power hast. So, warum brauchst du das? Wozu brauchst du den Angriffsboost, wenn du selber einfach einen Charakter spielen kannst, der 10-mal mehr Damage macht, ne? So, sehr schön. Da, ich one-shotte, ne? Ich one-shotte mit den Eissplittern. Sage, du bist ein cooler Char, no joke. So, also so in der Serie. Du bist ein witziger Typ. Du bereicherst die Serie massiv. Aber in diesem Spiel bist du leider übertriebener Trash. So, immer schön auf Abstand bleiben, ne? Schön ausnutzen, dass ich hier Fernkampf kann und die nicht. Und dann einfach schön hier Stück für Stück einfach schön mein Wasser in die Pampa feuern. Auf Distanz. Das sind alles Nahkämpfer, die haben alle Hämmer. Wir haben alle Säbel und Schwerter und was weiß ich. Und wir nutzen es einfach schön aus, dass wir hier aus sicherer Entfernung den Kollegen hier mal zeigen können, wo es lang geht. Jetzt machen wir hier mal kurz ein Schild, damit wir uns hier noch ein bisschen heilen. So, auf Abstand bleiben. Schön auf Abstand bleiben. Immer auf Abstand bleiben. Oh, die Wasserpeitsche ist auch stark. Yes! Sehr schön. Und jetzt möchte ich bitte schön Paishou 3 Stück. Ja, mir ein paar Paishou-Fliesen hier gönnen. So, Aang ist nice. Katara kann auch noch nichts Neues. Doch! Katara hat auf einmal den mittleren Strang freigeschaltet. Warum? Okay. Erhöhte Heilungsfertigkeiten. Dinge bleiben länger gefroren. Ja, let's go. Heilung wirkt sich auf die ganze Gruppe aus. Ja, auf geht's. Ne? Kataras Fertigkeitenbaum abgeschlossen. So muss das. Aang kann hier noch nicht lang. Okay. Der braucht dafür noch irgendwas. Ja, und Sokka. Sokka ist Sokka, Freundin. Ne? Sokka wird geskillt, wenn ich alle meine anderen Bändiger auf voller Stufe habe und ich dann noch bei Schuhfliesen übrig habe. So, dann kommt Sokka. Ah, und hier ist wieder so ein Rätsel. Okay. Ja, da haben wir es auch schon. So schnell kann es gehen. Aber, wofür? Für dich hier? Ja, wahrscheinlich hierfür, ne? 600 Münzen. Schmeckt. Nehmen wir mit. Die Geldbörse freut sich. Aber wo genau ist jetzt Toph hin? Sie hat irgendwie gesagt, auf der anderen Seite des Schmiedeplatzes. Ist das hier irgendwo? Ne, wo? Da hoch wahrscheinlich, ne? Oh, der Kohlehändler ist schon wieder da. Bruder, es tut mir im Herzen weh. Es tut mir im Herzen weh. Okay, gehen wir hoch. Schauen wir mal, ob Toph hier oben ihr Unwesen treibt. Ja, da vorne steht sie. Ha, dieser Typ hat bestimmt blöd geguckt, denke ich mal. Ich kümmere mich um meinen weiteren Betrüger, den ich entdeckt habe. Geh zur rechten Seite des Schmiedeplatzes. Ich muss mich zuerst um was kümmern. Wow, wir rennen hier einfach nur hinterher. So, wir speichern mal kurz. Hier ist wieder eine wunderbare Ruko-Statue. Oh, okay. Und ich glaube, die wissen, dass wir
dass wir, glaube ich, zu Toph gehören, ne? Weil Toph hat ihn nämlich gerade schön übers Ohr gehauen. Und jetzt wollen die sich, glaube ich, an uns rächen, dass Toph hier Faxen macht, ne? Wir müssen jetzt ihre Rechnung hier. Ihre Rechnung bezahlen. So, da kann ich was aktivieren. Ah. Da können wir dieses Gitter öffnen, weshalb auch immer das da ist. Wieder eine Menge Staub aufgewirbelt und schon habe ich einen weiteren Betrüger im Visier. Komm in einer Weile zu mir in die Zundergasse. Okay, wir rennen einfach nur Toph hinterher, die irgendwelche Gassenspieler abziehen will. Ich halte sie nicht auf. Hä, warum ist sie wieder zu? War das nicht das Tor, welches ich geöffnet habe? Anscheinend nicht. Aber welches habe ich denn dann geöffnet? Und wo ist die Zundergasse? Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Fragen über Fragen. Aber das war schon ein Tor, was irgendwie auf der rechten Seite aufgegangen ist. Also vielleicht hier unten im rechten Bezirk. Zundergasse? Ah, nee, sie steht jetzt hier, okay? Das ist zu lustig, aber keine Sorge. Ein letzter Betrüger, um den wir uns kümmern müssen. Dann können wir gehen. Hilf mir dabei, Katara. Das wird ein Knaller. Ich werde am Hauptplatz sein, sobald ich ein paar Dinge geklärt habe. Ich vermute mal, der Hauptplatz wird hier sein. Ja, da ist sie. Dieses Mal werden wir die Stadt selbst betrügen. Wenn diese Politiker nicht die größten Betrüger sind, wer sollte es sonst sein? Das Storytelling ist so wack. Also wirklich, wenn ihr, glaube ich, Avatar nicht gesehen habt, ihr kapiert gar nichts. Aber ist okay. Toph decided to start scamming the scammers who are taking advantage of people in the city. It came to a head when Toph decided to scam the city itself and enlisted Katara to help her. Ja, es war nämlich ein Kopfgeld, glaube ich, auf Toph ausgesetzt. Und Katara hat dann Toph ausgeliefert, um das Kopfgeld zu kassieren. Bist du dir auch sicher? Keine Sorge, Katara hilft mir. Aber lass uns erst zur Aschengasse gehen. Alles klar, wenn du weißt, was du tust und alles, ne? Why not? Oh, aber wir haben hier eine kleine Nebenquest. Kann jemand helfen? Mein Mann Huizong ist verhaftet worden, aber er ist unschuldig. Oh, danke. Bitte geht zum Gefängnis und sprecht mit Huizong. Ihr werdet sehen, dass er nicht hinter Gittern sitzen sollte. Okay. Oh, eine Bändiger-Herausforderung. Lass uns die zuerst machen. Bruder, die sind mittlerweile auch so random platziert. Das ist so, hey, hier ist übrigens eine Bändiger-Herausforderung. Einfach so ist Guru Patik hier und hat hier eine Bändiger-Herausforderung. Mitten in einer Feuerbändiger-Stadt platziert, um den Avatar zu trainieren. Die Illusion des Spiels bröckelt, Freunde. Sie bröckelt. Ich meine, sie bröckelt seit Anfang an, ne? Oh, Bro, das Cash ist einfach da hinten voll in die Pampa gehauen. Aber die goldenen Münzen, die will ich immer schon haben. Die goldenen Münzen, die sind schon schmackhaft. Sehr schmackhaft. Und ich kann das hier sogar von hier unten schmelzen lassen. Was ich auch ganz spannend finde. Und da ist jetzt sogar noch ein Knopf, den ich drücken kann. Oder ein Rädchen, welches ich aktivieren kann. Cool. Aber die bändige Herausforderung, Freunde, wird als erstes gemacht. Und zwar beim nächsten Mal. Denn das soll es für heute gewesen sein. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Avatar Quest for Balance. Wir sind im Buch 3 angekommen, Freunde. Es wird großartig. Vielen lieben Dank noch an JT90PRL, Hykris Ski und Lux Arcadia für eure riesige Kanalmitgliedschaft. Ich danke euch.